Guten Morgen, liebe Unterbodenschutzfreunde. In Lechtelseig kriege ich schöne alte Autos zum Konservieren. Aber wenn Simon jetzt einen schönen Citroën Xantia auf die Bühne gefahren, mei, bin unhöflich, gell? Jetzt sage ich das zuerst von außen. Ha? Schöner Citroën Xantia. Das erinnert mich an frühere Zeiten, wo ich mit meiner Freundin in die Therme gefahren bin, noch Geinberg. Das war so eine Xantia-Zeit von mir, so Anfang 2000. Das sind total super zum Fahren, die Autos mit ihren kugelhydraulischen Federungen und so. Mit den Kugeln da, das ist echt eine geile Sache, so wenn es funktioniert. Schaut mal, das ist ein mega Schutzblech an für die Scheiben. Man, ist das arg, oder? Schützt sogar noch im Bremssattel. Das gibt es heute auch nicht mehr. Die Franzosen bauen eigentlich schon crazy, oder? Und das Reserverad ist in einem Stofftuch eingekrillt. Schaut euch das mal an, habe ich auch noch nie gesehen. Interessant. Ja, wie dem auch sei, Schnitt so rostig eigentlich, die Achsen natürlich, aber so Karosserie. Erster Blick, gut. Jetzt mache ich mir noch schlau, was das für Baujahr ist. Kilometer hat er 80.000, also echt wenig. Und der Simon baut jetzt einmal die Räder ab und die Plastik. Dann die Räder wieder dran, dann fahren wir am Waschplatz. Thank you.
Da ist jetzt der Dickschichtfüller drauf und das kann jetzt bis morgen trocknen und der ist jetzt schon eigentlich ziemlich trocken. Ich bin fasziniert von der 8 kW Klimaheizung da, was ich da habe. Das ist wirklich ganz was Simples und Einfaches und total simpel montiert, also daher baut, richtig Pfusch, aber heizt den Raum. Heizt den Raum stimmt nicht ganz, gell? Aber er temperiert den Raum. Die 8 kW Klimaheizung, da temperiert den riesigen Raum. Und mir trocknet der Füller, ne? Das ist ja genial, finde ich super. Jetzt schalte es ja aus, das kann bis morgen trocknen, das ist jetzt schon genug geheizt. Das ist auch fein, on, off, fertig. Ein Regler fürs Gebläse. Reicht. Und braucht total wenig Sprit. Erstklassig. Und ich sage euch, was die gekostet hat. 94,90. 94 Euro. 94 Euro. Kostet. Das ist unbegreiflich. Mit dem Kader in Rostock schaut es jetzt wieder wie neu aus. Und jetzt machen wir da eine schöne Schicht Seilfett drauf.
Und das Tolle ist, dass man sogar bei den Temperaturen 0 Grad Schneefall problemlos Seilfahrt spritzen können. Schön. Problemlos Seilfett spritzen können, weil wir haben eine Fassheizung. Die wird jetzt einmal auf 90 Grad hochgedreht. Und es ist dann schon schön warm hier. Die Pumpe geht bis ganz runter da. Und dann geht es problemlos zum Spritzen, egal wie kalt. Auch wenn es schneit und grausig ist draußen, können wir da drinnen wunderbar schönen Unterbodenschutz machen. So, jetzt sind alle zwei Autos fertig. Einmal dieser Versicherungsschaden. Den Vandalismus haben wir behoben. Ich habe ihm die ganze Seite lackiert. Erstens hat er keinen Farbunterschied und zweitens habe ich ihm einmal die Tür lackiert und da war ein kleiner Farbunterschied und das ist jetzt Geschichte. Das ist jetzt alles wieder schön. Die Seitenwand hat nichts gehabt, aber ich habe es einfach mitlackiert, weil es ist oft viel weniger Arbeit. Weniger zum Abdecken.
und es passt dann alles perfekt. Den Blinker muss ich ihm ankleben, der ist gebrochen. Entweder er kauft einen neuen oder ein Superkleber tut es auch manchmal. Ne? Ja, und das war die schlimme Seite vom Vandalismus. Jetzt ist die Sonne so hell, dass man nichts sieht. Gell? Tut mir echt leid, Freunde, aber es ist jetzt Pech. Ich weiß nicht, ob man es sieht in der Kamera. Aber es ist wirklich wieder wunderschön geworden. Gell? Und den Xanthia schauen wir uns auch noch schnell an. Zusammengebaut schauen die immer am besten aus. Schauen wir, wie schön das Schutzblech wieder konserviert ist. Und die Achse. Das haltet wieder ein paar Jährchen. Wenn er da jetzt schön ein bisschen nachspritzt bei jedem Radwechsel im Frühjahr, dann wird das Auto noch lang keinen Rost haben. Innen hat er wieder ML und Dinitrol 1000. Also Dinitrol ML und Dinitrol 1000. Und außen ein Seilfett. In letzter Zeit, also die letzten 5 Autos waren alles Seilfett-Liebhaber. Wenn die Leute unsicher sind wegen dem Kombivox, nehmen sie lieber das Seilfett, das ist sicher. Hat sich eben schon lange Jahre bewährt. Das Seilfett, das neue, das Kombivax muss sich erst bewähren. Ne? Und das kann jetzt noch nicht richtig, wie soll man sagen, keine Langzeiterfahrungen bringen, weil es eben noch neu ist. Ja, vielleicht dann in einem Jahr, wenn sie zum Reifenwechsel kommen, die ersten, dann können wir schauen, einmal nach einem Winter, also beziehungsweise nach 2 Winter, wie das dann ausschaut. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und klickt wieder rein, wenn das nächste wieder kommt. Danke, pfiat euch. Und verabschieden wir uns auch für die Livestream-Zuschauer. Pfiat euch. Pfiat euch.